Bei mir steht Professor Dr. Weil, Mitglied des Deutschen Bundestages für die AfD-Fraktion. Herr Weil, was treibt Sie heute in Berlin auf die Straße? Es war schon schlimm, dass ich die erste Demo verpasst habe, am 1.8. zeitlich unpässlich. Und ich wollte unbedingt die Atmosphäre mal aus erster Hand aufnehmen und bin doch sehr angetan davon. Was ist Ihr Eindruck von den Demonstrationsteilnehmern? Also unbedingte Friedlichkeit, das, was man am 1. August schon auf Twitter etc. hörte, dass es so ein Hauch von Love Parade, ein Hauch von Volksfest war, kann ich voll bestätigen. Und das alles ohne Bratwürste, ohne Alkoholdünste und unangenehme Aufläufe und Aussagen. Also sehr angenehme Atmosphäre. Der Innensenator Geisel hat ja probiert, die Demonstration zu verbieten mit der Begründung, ihm würden die Demonstranten und die Inhalte nicht gefallen. Was sagen Sie zu solchen Aussagen von einem Regierungsvertreter? Ja, das ist ja nun absolut verfassungswidrig. So jemand hat die Verfassung nicht verstanden und gehört, wenn jemand beobachtet wird, dann ein solcher Mensch. Ja? Also sozusagen die zweite Geisel nach Attila. Ja? Ich habe noch eine Frage. Die ganzen Corona-Maßnahmen, Lockdown, Maskenzwang, Reisebeschränkungen, sind die in Ihren Augen sinnvoll, zweckmäßig? Es ist eine hanebüchene Sache geworden. Es war sinnvoll, am Anfang wäre sinnvoller gewesen, am Anfang streng zu sein und dann zu lockern mit dem Fortschritt der Erkenntnisse und dem Runtergehen der relevanten Zahlen, und zwar der relevanten Zahlen, der wirklich relevanten Zahlen. Jetzt erleben wir das Gegenteil. Die Zahlen gehen runter, werden künstlich aufgejubelt und die Maßnahmen sind absolut sinnwidrig. Die Berichterstattung, sag ich mal, in den Mainstream-Medien, wie es ja gemeinhin heißt, zeichnet aber ein anderes Bild. Wie kommt sowas? Es ist wirklich fatal, so wie wir es bei der Energiepolitik und anderen Langfristfehlentwicklungen sehen, sehen wir es hier in einem aktuellen Zusammenhang, dass die Leute offenbar noch nicht mal die Bruchrechnung beherrschen, also auch die Qualitätsjournalisten. Es wird hier Bruchrechnung gemacht ohne einen Nenner, es werden die Zahlen im Zähler genannt. Was relevant ist, sind nicht nur die Fallzahlen, die fälschlicherweise als Infektionszahlen durchgehen, sondern die Krankheitszahlen, die Verläufe und die Toten pro 1 Million Einwohner. Und wenn wir uns das sehen, ist hier schon lange die Entwarnung angesagt. Das heißt nicht, dass man eventuelle Hotspots nicht erkennen und eingrenzen sollte. Man kann es, weil sie eben übersichtlich sind. Es ist eine hanebüchene, politisch missbrauchte Geschichte. Und vielleicht die Parallele: in den USA wird die Sache von der Opposition missbraucht. Sie soll mindestens bis zum November des Jahres weitergeführt werden, um die Regierung, sprich Donald Trump, weg vom Fenster zu kriegen. Und hier ist es die Regierungssache, die einzige Opposition einzuschränken. Und deswegen gehen bei uns die Corona-Politiken im Plural auch mindestens bis zur Bundestagswahl 21. Haben Sie den Eindruck, dass den Politikern, vor allen Dingen den Regierungspolitikern, schon bewusst ist, welche massiven wirtschaftlichen Folgen da auf uns zukommen können oder zukommen werden? Höchstens verschwommen. Vor allen Dingen lebt man ja in dem Bewusstsein der dauerhaften, der permanenten Selbstkreditierung. Das ist schon eingeleitet worden mit der ersten Griechenland-, Zypern etc. Rettung, als man sozusagen die Peaks-Staaten, 4 bis 5 an der Zahl, rettete mit dem ESM etc. Völliges Versagen der bürgerlichen Parteien und auch der FDP, die eigentlich keine Existenzberechtigung hat seither. Und wir haben einen 10 Jahre andauernden Dauerkreditzustand, wo die immer wieder eine Null vorm Komma dazukommt. Früher hunderte Milliarden, jetzt sind wir bei den Billionen.